Moin Leute, hier seht ihr eine portable Windturbine zur Stromerzeugung zu Hause, welche ich bei mir in den letzten Monaten getestet habe. Das Teil kann man einfach so aufstellen, also man benötigt kein Fundament oder sonst irgendwie eine große Halterung und kann so einfach auch eine Powerstation anschließen oder Mikrowechselrichter und so weiter. Und das ist schon relativ interessant. Und heute zeige ich euch meine ehrlichen Erfahrungen mit der Turbine, werde erklären, für wen das Teil sinnvoll sein kann, aber auch, wer besser die Finger davon lässt. Aber ich kann jetzt schon sagen, auch wenn das Teil technisch echt cool gebaut ist, also einfach so ingenieursmäßig, gab es auch ein paar ernstere Probleme, könnte man so sagen. Aber wie es dazu kam und warum ich das Teil dennoch nicht so schlecht finde, das erzähle ich euch jetzt. Ach ja, und am 16.09. um 20 Uhr bieten wir hier auf diesem Kanal ein Balkonsolar-Webinar für Anfänger an und das Ganze kostenlos. Also falls du jemanden kennst, der noch Zweifel oder Fragen hat, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Also Abo nicht vergessen, um es nicht zu verpassen. Und jetzt legen wir los. Ja, der Aufbau von dem Ding ist eigentlich das Spannende. Geliefert werden nämlich zwei Taschen und tatsächlich ist dort schon die gesamte Windturbine drin. Also man könnte es jetzt wirklich mitnehmen, ist groß, aber es ginge noch. Also als erstes müsst ihr den Bereich abstecken, den ihr einfach braucht, um die Windturbine aufzustellen. Und da braucht man eine kreisförmige Fläche auf dem Boden mit 4 Metern Durchmesser. Also das ist schon relativ viel. Und dort werden dann die Hauptseile verspannt und halten das Teil am Boden bzw. vom Umkippen ab. So, und dafür werden diese mitgelieferten spiralförmigen Bodenanker in den Boden geschraubt. Und danach legt ihr den Hauptschaft in die Mitte und könnt erstmal so checken, ob die Verspannung und so weiter alles in Ordnung ist. Und wenn ihr das alles erledigt habt, bockt ihr das Teil dann auf und könnt die Blades anbauen. Das seht ihr hier. Dafür muss man jetzt verschiedenste Seile an die Blades anbringen. Also das ist aber alles sehr, sehr gut gemacht. Denn im Handbuch ist es erstens recht gut erklärt und es ist auch alles farblich markiert. Also so, dass man jetzt hier schon alles relativ gut schaffen kann. Beim ersten Mal braucht man aber schon ein bisschen länger, um das alles zu verstehen. Ich habe so ungefähr eine Stunde gebraucht, um es aufzubauen. Ich denke, wenn man es 2-3 Mal gemacht hat, dann geht es vielleicht auch in einer halben Stunde, je nachdem. Okay, nach einer Stunde sah es dann so aus und ich war halt startklar. Und danach folgt dann das Aufrichten und das Abspannen der Hauptseile. Insgesamt ist das ganze System aus Ingenieurssicht eigentlich cool gebaut. Also da sind viele schlaue Konzepte und Ideen umgesetzt, so besonders aus dem Kitesurfing-Bereich. Da waren mir tatsächlich einige Dinge bekannt. Ich kite halt ganz gerne. Dann jetzt gucken wir uns mal an, wie das Teil eigentlich aussieht, wenn es sich dreht. Und das seht ihr jetzt hier in dem Clip. Ne, es dreht sich schon sehr fleißig und auch die Regelung funktionierte einwandfrei. Das heißt jetzt hier Regelung. Regelung bedeutet, dass das Ding den Pitch regelt. Also das heißt, der Anstellwinkel von den Blades vorne, ja, der wird tatsächlich gesteuert halt. Das kann halt das Ding in den Wind oder auch raus aus dem Wind drehen. Ja, ich habe dann die Powerstation angeschlossen, wollte auch messen, aber dann ist die Kiste eingekracht, wie ihr seht. Und den Zusammenbruch konnte ich jetzt leider nicht live sehen, denn der passierte irgendwie, als ich drinnen war. Also ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich bin dann rausgekommen, habe gesehen, die ganze Kiste liegt am Boden. Der Wind war aber nicht besonders stark zu dem Zeitpunkt. Und zwar jetzt auch eigentlich nichts Besonderes passiert, irgendwie, was das hätte erklären können. So, ich bin dann direkt raus und habe mir das alles genau angesehen und auch fotografiert, um den beiden Entwicklern den Schaden dann möglichst exakt wiederzugeben, damit wir halt miteinander diskutieren können, was eigentlich passiert sein könnte. Denn grundsätzlich kann es ja auch durchaus sein, dass es mein Fehler war beim Aufbau. Also das würde ich natürlich nicht ausschließen. Ja, und ich fand es auch ziemlich spannend, jetzt hier so ein bisschen Profiling zu betreiben. Also es macht auch Bock. So, als erstes haben wir die Verankerung gecheckt, aber alle Anker und auch Abspannseile, die waren noch intakt. Und als nächstes haben wir dann die Rotoren, also die Blades überprüft. Und das schwarze Zeug, was ihr da unten seht, das war mal der Schaft von so einem Rotor. So, und damit war natürlich eins der Blades auf jeden Fall hinüber. Also das konnte man schon mal sehen. Ich denke aber nicht, dass das der Grund war. Und der erste Hinweis darauf, was passiert sein könnte, das ist dieses tragende Bauteil hier. Und das ist extrem wichtig für den Hauptschaft, denn es verbindet damit zwei Teile. So, und das scheint ganz klar gebrochen zu sein. Jetzt war natürlich die Frage da, warum? Und ich habe jetzt, wie gesagt, den Entwicklern alles gegeben, was ich da hatte, an Bildmaterial und so. Und die Entwickler halten dann folgende Punkte für wahrscheinlich. Das erste ist, könnte sein, dass die Abspannseile zu schlaff waren, dass ich also nicht genug vorgespannt habe. Das würde ich persönlich eher verneinen, denn ein bisschen Kraft habe ich dann schon und ich habe echt hart dran gezogen. Der zweite Punkt war, es könnte auch die Befestigung der Abspannseile gewesen sein. Das heißt, die Entwickler meinten, dass ich die Abspannseile irgendwie unkonventionell befestigt habe und die Spannung daher niedrig sein könnte. Das ist möglich und damit wäre auch eine niedrige Spannung zu erklären, wobei ich
mich in meinen Augen an die Anleitung gehalten habe und vorher auch die YouTube-Videos dazu angeguckt habe, die bereitgestellt haben. Kann aber natürlich trotzdem sein, dass ich da irgendwo einen Dreher drin habe und da irgendwas falsch gemacht habe. Wie gesagt, für mich waren die aber sehr, sehr gut verspannt. Ich halte das nicht für den Grund, aber gut, ich weiß nicht. Drittens war ein Softwarefehler möglich. Also die Software muss ja den Pitch, also den Anstellwinkel der Schaufeln regeln. Und dabei könnte es halt passiert sein, dass eine Schaufel zufällig ein Seil getroffen hat. Also es kann eine ungünstige Auslenkung gewesen sein und dann kann sowas tatsächlich wohl passieren. Und die Entwickler meinten, dass das mit der neuen Software behoben sei. Also das halten sie wohl auch für den wahrscheinlichsten Punkt. Das vierte ist, es könnte natürlich auch eine Beschädigung passiert sein während des Aufbaus. Also dass ich quasi während des Aufbaus irgendwas kaputt gemacht habe und zum Beispiel den eben gezeigten mittleren Knoten irgendwie beschädigt habe. Also aufgefallen ist mir nichts. Aber man kann natürlich auch unbewusst passieren oder es ist nicht auszuschließen, dass ich da jetzt irgendwie aus Versehen mal irgendwas gebrochen habe oder sonst nicht gemerkt habe. So, die Entwickler halten jetzt Punkt 3, also den Softwarefehler, für am wahrscheinlichsten. Am Ende bleibt es aber einfach Spekulation. Trotzdem fand ich es immer interessant, sich das immer genau anzusehen. Aber jetzt haben wir natürlich noch die große Frage, was bringt uns das im realen Betrieb, wenn es jetzt mal nicht zusammenbricht? Und das habe ich mir auch angesehen. So, okay, die beiden haben mir dann direkt Ersatz zukommen lassen und das Testen des Ertrags wurde aber auch trotzdem zum Problem. Warum? Das Windrad hat sich fleißig gedreht, wie ihr hier sehen könnt, und wir hatten an dem Tag echt guten Wind, auch wenn unser Standort sicherlich nicht gut geeignet ist dafür, aber für den Test und bei diesen Tagen würde ich sagen, da wird es schon okay gewesen sein. Das müsste definitiv ausgereicht haben, um ein paar Wattstunden zu erzeugen. So, und wie ihr aber auf den Bildern sehen könnt, habe ich die Powerstation angeschlossen und da steht aber 0,0 drauf. Warum? Und es gab zwei Probleme leider noch. Und das erste ist, die Powerstation hat so kleinere Leistungen eigentlich nie gesehen. Also bei uns ist es relativ böig, einfach weil der Standort wirklich nicht gut geeignet ist. Zum Testen bei dem Tag muss es aber gereicht haben. Sondern das heißt aber auch, dass die Leistung sehr stark schwankt. Und das kam bei der Powerstation einfach nie an. Also das heißt, kleine Leistung oder schwankende Leistung kam da nie an. Das hat die irgendwie nicht so schnell mitgekriegt. Ich vermute, dass die Regelung der Powerstation, aber auch des Windrad-Controllers einfach zu langsam waren. Das Zusammenspiel hat da gar nicht funktioniert. Vermutlich funktioniert es besser, wenn man so konstant höheren Wind hat oder halt konstant auch niedrigen Wind. Aber ich glaube, es muss halt doch recht konstant bleiben, halt irgendwie, damit die Regelungsmechanismen genug Zeit haben, um sich da einzuschwingen. Möglicherweise bekommen die Jungs das softwaremäßig aber noch besser hin, das weiß ich natürlich nicht. So, der zweite Punkt, und den fand ich eigentlich wesentlich kritischer, das Teil hat einen sehr hohen Standby-Verbrauch. Also ich habe das Windrad mit Powerstation, die dann ungefähr zu 30% geladen war, 2 Tage lang draußen laufen lassen. Es waren wirklich für unsere Verhältnisse hier sehr stürmische Tage. Und der Outcome war, die Powerstation war am Morgen leer. Also wirklich, die Powerstation war leer. Da war nicht mehr drin, sondern weniger. Und das hatte mich dann tatsächlich sehr überrascht. Und der Controller des Windrads, der frisst tatsächlich permanent 4 bis 5 Watt. Das heißt, wenn man es jetzt mal ausrechnet, klingt nicht viel, aber über 48 Stunden sind das dann doch mal 240 Wattstunden. Bei einem Akku mit 1000 Wattstunden, ja, ist das ein Viertel der gesamten Ladung. Das ist nicht so cool. Wie gesagt, unser Standort ist suboptimal und das hat sicherlich auch damit zu tun, aber grundsätzlich wirst du an jedem Standort auch Phasen haben, wo kein Wind geht und dann sollte der Eigenverbrauch sehr klein sein. Okay, auch das Problem habe ich den Entwicklern mitgeteilt. Also ihr merkt schon, wir waren echt lange in Kontakt und die beiden haben das sehr ernst genommen, den Controller dann auch upgedatet und einen sogenannten Deep Sleep eingebaut. Also das heißt, wenn das Teil nichts tut, dann sollte der sich nahezu ausschalten und damit das Problem auch behoben sein. Im weiteren Test habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr gemacht, einfach weil unser Garten jetzt für die Kinder wieder gebraucht wird und ein 4 Meter Durchmesser Ding mit rotierenden Schaufeln, die auch gar nicht mal so klein sind, ist uns einfach zu gefährlich dann jetzt im Garten. Das können wir jetzt nicht weiter testen, das geht auf keinen Fall. Zudem ist jetzt einfach wahnsinnig viel Zeit in diesen Test reingeflossen und ja, auch Beratung meinerseits. Und ich mache das, wie gesagt, hier auch alles umsonst. Also für solche Tests nehme ich kein Geld an oder so, sondern ich will dann ehrlich bleiben und auch unabhängig, sodass ich dann auf gut Deutsch gesagt habe, nee, ich habe die Schnüsse jetzt voll. Ne? Also das hat mir jetzt irgendwann einfach gereicht. Ja, für wen ist das Teil jetzt eigentlich sinnvoll? Das ist relativ einfach zu sagen. Also für einen stationären Einsatz, um euch jetzt wirklich dauerhaft Strom zu erzeugen, um euch zum Beispiel autarker zu machen, gerade im Winter oder halt abends auch oder sowas, dafür ist das Teil nicht sinnvoll in meinen Augen. Also dafür ist die 3D-gedruckte Konstruktion, es ist 3D-gedruckt, in meinen Augen nicht dauerfest genug und der Rotor einfach auch zu niedrig, also von der Höhe, ne? Die Höhe ist extrem wichtig für den Ertrag.
und das Gerät mit 1.800 Euro auch einfach zu teuer. Ne, es sind ja maximal 200 Watt, die das Teil liefert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ihr werdet die nicht sehr oft sehen, also selbst wenn ihr an einem guten Standort seid. Und für den Zweck ist das Gerät einfach nicht sehr sinnvoll, in keiner Weise. Also hier würde ich tatsächlich abraten, falls das halt irgendwie die Intention ist, die ihr habt. Für einen mobilen Einsatz, was weiß ich, beim Camping oder wenn ihr jetzt zum Beispiel echt Kitesurfen geht und da, was weiß ich, am Strand pennen wollt und irgendwie Strom braucht oder wenn ihr mit dem Teleskop unterwegs seid, was weiß ich, das sind jetzt meine verrückten Ideen, da habt ihr sicherlich aber auch welche. Gerade wenn man vielleicht in windigen, kälteren Regionen unterwegs ist, da kann das durchaus sinnvoll sein. Also ich glaube, dann ist es nicht schlecht, weil man hat diese zwei Taschen, die sind noch gut zu tragen, die sind groß, das muss man schon sagen, aber man kann sie mitnehmen und mit etwas Übung geht der Aufbau auch durchaus in 30 Minuten. Also von daher denke ich, in dem Fall macht es durchaus Sinn, wenn man da eine entsprechende Anwendung hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.